Offensichtlich kann sich Warp TV keine bewaffneten Wachen für seine Gameshow-Fragen leisten. Das ist doch Mogelei, Sam. Gut gedacht. Verknote dir bloß nicht die hübschen Ohren, Kleiner. Die Antworten sind nicht hier drin. Im Leben gibt es keine Antworten, nur Fragen. Ist das wieder so ein prismatologisches Credo? Nein, das habe ich auf einer Schachtel Frühstücksflocken gelesen. Ich habe übrigens schweren Mangel an Riboflavin. Du hast noch andere schwere Mängel. Hey, passt genau. Wir haben einen weiteren Kandidaten. Auf geht's! Hier sind wir wieder. Unsere nächsten Kandidaten sind wieder diese beiden Typen. Gut, bist du bereit? Die Frage lautet, bin ich blau? Nein, Rainer, du bist nicht blau. Oh weh, oh jemine. Das ist absolut richtig. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Millionär. Wir sind reich, unverschämt reich. Wir sind gerade bankrott gegangen und werden daher nach der Werbung nicht wieder zurückkommen. Ich kann's nicht glauben. Es ist mir so peinlich, aber wir haben keine Millionen bar. Gütige Mutter aller Quizshow-Skandale. Wir müssen euch die Million Dollar in Essensmarken geben. Sie sind gleich da drüben. Moment, kann man mit Essensmarken tiefgefrorene Lakritzschnecken kaufen? Wir nehmen sie. Eins, zwei, drei, 174, 175. 999.999 und 1 Million. Lass sie uns gleich ausgeben, Sam. Sie brennen mir noch ein Loch in die Tasche. Meine blähen sie ziemlich auf. Hier war früher mal Lefties Werkzeugverleih. Der gute alte Lefty wird mir fehlen. Den konntest du doch nicht ausstehen. Hast ihm sogar mal einen Dreier-Steckschlüssel ins Auge gerammt. Ja eben. Schöne Zeiten waren das. Die Flaschendrehmeisterschaft steht kurz vor der Tür. Ich mag besonders die Sudden-Death-Entscheidungsrunde, wenn sie mit Molotow-Cocktails spielen. Na, wie wäre es mit etwas Wrestling? Ich glaube, die Show kenne ich schon. Wir sollten irgendwann mal in die Schweiz fahren, Max. Nee, die bescheißen einen immer beim Käse. Der besteht doch zur Hälfte nur aus Luft. Hey, das Indie Angst Film Festival. Und was läuft da? Zeigen Sie den zweiten Film am laufenden Band?
Sam, Max, wie schön, euch zu sehen. Ihr habt nicht zufällig freizügige Fotos von kleinen grünen Männchen mit Frühlingsgefühlen dabei, oder? Ja, womit ich meine... Das ist meine neue Laufbahn. Ich veröffentliche eine Zeitung, die sich auf die aufmerksame Analyse bewegender Nachrichten spezialisiert, die für mich und Leute wie mich interessant sind. Und wie heißt sie? Das goldene Alien-Liebesdreieck. Also bist du jetzt im Zeitungsgeschäft? Was ist aus der Psychotherapie geworden? Das Unterdrückte und das Sinnliche hat mich schon immer fasziniert. Genauso wie den Leuten über beides zu viel mitzuteilen. Die Veröffentlichung des Goldene Alien-Liebesdreieck ist eine logische Erweiterung all meiner bisherigen Laufbahnen. Außer vielleicht Sprecherin des Vatikans. Machst du nebenbei auch noch Psychotherapie? Nur mit Außerirdischen. Das engt deinen Kundenkreis wohl ein wenig ein. Nein, nicht wirklich. Wie wär's mit einer schnellen Analyse um der alten Zeiten willen? Na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 1. Du bist selektiv audioabweisend. Mir gefällt dieser Klang nicht. Wie wär's mit einer weiteren schnellen Analyse? Na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 2. Du hast grenzenlose Apeirophobie. Was ist das? Das Übliche. Wie wär's mit einer weiteren schnellen Analyse? Na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 3. Du hast Schuldgefühle wegen früheren Gefühlen des Bedauerns. Das ist so wahr. Wie wär's mit einer weiteren schnellen Analyse? Na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 3,5. Klingt für mich wie inverse Paranoia. Was meinst du damit? Habe ich mir gedacht. Was hattest du über ein Foto gesagt? Meine neue Zeitung, das Goldene Alien-Liebesdreieck, benötigt ein Titelfoto einer extraterrestrischen biologischen Wesenheit, von den ungewaschenen Massen auch Alien genannt, das beim Herumschmusen mit Einheimischen erwischt wird. Sybil, ich möchte fürs Protokoll vermerken, dass ich dich zwar als Freund unterstütze, dein jüngstes Projekt verursacht mir jedoch definitives Schaudern. Mir auch. Und ich mag es. Du suchst also nach einem Titelfoto mit grünen Männchen in eindeutig zweideutigen Situationen? Genau, obwohl ich zurzeit eher verzweifelt bin. Im Prinzip kann ich alles verwenden, solange drei Wesen auf dem Bild sind und wenigstens eines davon ein Alien ist. Schließlich ist es ja das goldene Alien-Liebesdreieck. Ah, verstanden. Es geht doch nichts über guten, hartnäckigen Journalismus. Du sagst es. Es ist Zeit, echte Antworten auf die echten Fragen zu finden. Zum Beispiel, warum die armen Viecher das verdient haben. Nein. Was Aliens in Sachen Romantik so tun? Ob sie sich lieben? Wie bekommen sie ihre außerweltlichen Aufregungen? Indem sie an Spielautomaten stehen? Das würde erklären, warum man sie so häufig in Nevada sichtet. Hast du etwas Interessantes erfahren, seitdem du diese Liebespostille ins Leben gerufen hast? Ich habe erfahren, warum Elvis eine so überirdische Stimme hatte. Elvis war kein Alien. Aber sicher, er trug einfach Make-up, um seine smaragdgrüne Haut abzudecken. Ganz ehrlich, Sybil, dieses Projekt ist beunruhigend und auch schrecklich intim. So wie wenn Stephen King eine Massage mit heißer Butter bekommt. Oh, du hast die Ausgabe der letzten Woche gesehen. Ist sonst noch jemand ein Alien und wir wissen es nicht? Dr. Phil. Na, das versteht sich doch von selbst. Wir kommen wieder. Achtet auf die Vorräte. Sam, das ist perfekt. Dieses Foto ist die Krönung. Es fasst über 30 Jahre extraterrestrischer Beweisfotografien zusammen. Sybil, dieses Foto ist ein Schabernack. Genau. Etwas Besseres hätte ich nicht verlangen können. Jetzt kann ich die Zeitung drucken. Jetzt im Verkauf. Das scheint eine Art Vervielfältigungsapparat zu sein. Das ist ein Fotokopierer. Ich mache meine Zeitung damit. Sind das diese besonders weichen Taschentücher mit Aloe Vera? Nein, die sind mit Chloroform getränkt. Einige meiner Patienten waren etwas schwierig.